und Simon und Jens. Hat er dich getötet? Oh, ich hab ja noch meine Dings an, ja klar. Ja. Du solltest. Du siehst. Ey, Alter, das sind hier. Pernisse. Das ist ja. Igitt, ich hab einen Fleischstrang gefunden. Alter, wie viel. Ah! Jesus! Oh, endlich. Alles voll mit Monstern, aber wirklich alles. Strand of Flash. Ach du Scheiße, diese ganzen Tukane. Es geht ab. Da fliegen sie weg. Das ist wirklich. Komm! Affenpower. Guck dir das mal an, ey. Heil dich mal. Ja, mach du den weg. Ich esse was. Von dem Fleisch hier. Siehst du das? Die haben auch voll die heftigen Angriffe hier. Das ist ja. Es ist nicht mehr so leicht wie im Alpha-Sektor, ja. Warte, lass mich kurz heilen, bevor wir da reinlaufen. Alter, was ist das? Ist ja voll fett. Das ist Glitch-Architektur, oder? Ich hab keine Ahnung, was es ist, aber hier ist auf jeden Fall überall Geld drin. Cool. Stirb! Hier, dieser Wächter, das sieht aus wie was aus Halo. Das ist cool. Das ist richtig cool. Schade, es hört hier oben schon auf. Das ist was, aber auf es der. Es geht hier unten. Es geht nach unten weiter, ne? Hab ich mir auch gedacht. Hier sind so Kristalle drin, kann man die. Ich nehme. Ach nee, die sind voller Geld, schade. Ich dachte, die könnte man so mitnehmen und sich dekorativ irgendwo hinhängen. Moment. Muss mal wieder heilen, irgendwie kriegt er doch recht viel Fallschaden. Schallfaden. Ja, irgendwie ist mein Sprachzentrum heute defekt. Das liegt vielleicht daran. Ha, die Pfeile, wie lustig. Das ist okay, du bist ein Affe. Ja. Gib mal auch was davon. Nee. Da ist einer im Dunkeln. Ich sehe den. Also ich hatte ihn gesehen. Tech Chest. Kohle drin. Nur Kohle. Nur Kohle, ernsthaft? Ja, nur Kohle. Also Kohle und Kohle. Voll die Verarsche. Kohle und Kohle. Ja. Was war denn das jetzt? Holy Thrash Wacker habe ich gerade gefunden. Was ist der Holy Thrash Wacker? Ja. Ja, ist schon besser. Und er hat irgendwie eine Laserklinge. Das ist immer ein Plus. Ja, ich finde ja, Äxte sind ziemlich gut für so einen Affen. Was ist denn das hier für ein abgefahrener Kram? Dazu passt jetzt diese fröhliche Musik aber so gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Hier sind Snackautomaten. Ich will so einen haben für mein Schiff. Nee, ist eine Blutbank, Jens. Das ist kein Snackautomat. Das ist ein Vampir-Snackautomat. Fast dasselbe, Simon. Holy crap. Was guck ist das hier eigentlich? Ich nehme das alles mal hier, mit. Guck dieses Panel hier, pass auf. Oh Gott. Ich nehme es trotzdem mit. Hey, du hast es mitgenommen. Das ist voll gemein. Und ich brauch's noch nicht mal. Ich bin so dicker, denn. Schau mal, wie schnell der zuhaut hier. Sofort. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich will so ein Panel haben für mein Raumschiff. Alter, hier sind Blutbanken. Was geht denn hier? Was ist denn hier los? Shit. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist ja lustig. Under Construction hier. Ende der Fahnenstange. Vor allem, du wunderst dich über die Blutbanken. Die Wände sind aus Lava, Mann. Ja, das ist doch okay. Das erwarte ich bei einer Untergrundbasis. Aber hier unten ist auch Lava, ne? Und es regnet ja, gut, dass hier Danger steht. Das ist ja interessant, warte mal kurz. Hä? Wenn du runtergehst. Ja. Oder hat das jetzt? Also ich bin gerade, wo ich hochgekommen bin, hat's reingeregnet. Wahrscheinlich, weil das Spiel nicht gerafft hat, dass oben ja eigentlich Decke ist. Sollte man vielleicht reporten. Kannst du mal machen. Solltest dir so einen Stuhl. Das ist ja der Grund, warum man an so einer Beta teilnimmt. Nicht, um ein Spiel früher zu spielen, oder? Hust. Naja, wenn man ein Jahr lang wenn die Leute anfangen, ihre Games ein Jahr lang vorher zu hypen, so wie Starbound zum Beispiel, dann ja, kann gut, ich. Ja, gut, da sind sie richtig. Dann kann ich auch nicht, weißt du? Und gerade auf Starbound hatte ich so derartig Bock. Und es hat sich ja bis jetzt bewahrheitet. Gut, dass die hier alle nur Schwerter und so Scheiße. You killed Ground Diver. Möchtest du auch eine Blutbank haben? Plasma Grenade. Oh shit, yeah. Die wollte ich gerade grabben. Du hast die Plasma Granate gestohlen, du Assi. So, die gucken wir uns doch gleich mal. Schmeiß die mal hier hin. Warte mal bitte. Warte, bis ich die sehe, ja? Da hinten ist noch einer. Muss mich erstmal ich spritz mich erstmal, warte. So. Komm her.
Da hinten ist ein Typ. Ja. Komm her, Typ. Werf. Ah, bist du blöd? Hast die Plasmagranate auf mich geworfen. Du Nepp. Sehr gut, dass sie nicht größer explodiert ist. Alter Vater. Ich nehme mir mal diese ganzen Sachen hier mit, weil die sind gut für Stahl, Eisen, Kohle und Bone-Ebo. Okay, das ist eine Knochenpflanze. Auch nicht schlecht. Jens, sag mal, hast du eigentlich den No Man's Sky Trailer gesehen? Hab ich doch schon mal gezeigt, oder? Not going to happen. Das Spiel wird, das wird geil sein. Jetzt schon. Das sind vier Leute. Du meinst, es ist Star Citizen? Ja, es ist schlimmer. Es ist Star Citizen Times. Die wehren sich gar nicht hier. Sorry, you killed. Leute, falls ihr noch nicht den Trailer gesehen habt zu No Man's Sky, dann zieht euch den mal rein und schreibt mal in die Comments, was ihr davon haltet. Zieht euch nicht rein. Zieht euch den rein. Wenn ihr Starbound gut findet, würdet ihr. Ehrenversprechung. Der Jens ist wieder skeptisch. Wie mit Starbound, ja? Also, wenn Starbound möglich ist, ist das auch möglich. Könnt ihr mal reinschauen. So. Hier ist der Reaktorkern. Kommen Sie. Oder sowas. Oh. Shit. Ich will den für mein Raumschiff. Nee, warte. Nicht. Ja, gut. Nee, mach ruhig. Hä? Was war das? Was ist da passiert? Was? Du musst es dir angucken. Das ist eine Maschine, die Materie produziert. Das war reine Materie. Und jetzt hast du hier halt, du bist von so einem Block weggeslappt. Lass mich mal bitte zu deinem. Ich komme wieder. Ich nehme jetzt die Materie, bitte. Ja, nimm die Materie, aber ich will mir die Maschine nochmal angucken. Auf dem Fleischplanet. Fleischplanet. Der Fleischplanet mit der Basis und der Blutbank. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich will ja gar nicht genau drüber nachdenken, was hier abgegangen ist auf dem Planeten. Für dreckiges Zeug. Ach du Scheiße. Mit diesen Pernissen hier. Der ist ein bisschen krumm. Junge. Ja, Jens, ich habe das Gefühl, unsere Starbound-Serie kommt richtig gut an. Jens? Was? Du bist beschäftigt mit der Materie, oder? Spielst gerade mit der Materie. Stehlen. Mit Sachen stehlen, die eigentlich nicht mir gehören. Oh, hier ging es auch, übrigens, wir sind ja in eine Richtung gegangen, hier ging es auch noch in eine ganz andere Richtung. Da müssen wir das nächste Mal lang. Ich will so, jetzt erstmal die ganzen Hightech-Sachen mit, weil die sind gut fürs Schiff. Jaha. Warte mal, das war doch hier runter, oder? Oh, shit. Du kannst nicht. Okay, du kannst irgendwie nicht mit deinem Double Jump bremsen in der Luft. Du kriegst trotzdem den Fallschaden ab. Mm. Das ist ja schwul. Ärgerlich. Ja, obwohl. Hä? Also, ich habe gelesen, eigentlich Fallschaden ist abhängig von der Geschwindigkeit und nicht von der Höhe. Okay, dann müsste das ja theoretisch gehen. Warte mal, ich teste das nochmal. Doch, es geht. Du musst es nur richtig machen. Ja. Geil, jetzt kann ich mir eine Blutbank in mein Schiff stellen. Das wollte ich schon immer mal haben. Ist das Materiegerät noch da? Ja, cool. Ja, der ist noch da. Ich habe mir jetzt ein cool Chemical Shelf mitgenommen. This pot dispenses materials for crafting. Kann ich den noch benutzen? Nee. Aber ich will den haben. Oh, jetzt ist er weg. Verdammt. Den konnte man nicht mitnehmen. Also der war hier. Ach, hier hört schon auf. Es ging noch komplett in eine andere Richtung, wa? Das heißt, wir sind ja jetzt hier irgendwie am Anfang links gegangen und wir konnten auch rechts. Ich gehe da mal jetzt hin. Hier, diese Stahlblöcke kann man eigentlich auch mitnehmen fürs Schiff oder für eine Basis. Braucht man sich gar nicht drum. Pro-Tipp, du kannst tatsächlich hinten in deinem Schiff ohne Probleme die Verkleidung rausnehmen. Da ist dann halt. Also das explodiert nicht alles, weil du das Schiff plötzlich durchhaust, sondern es. Scheiße, Jens. Hier muss ich. Oh Gott. Wo bist du hin? Ich will wieder hoch. Moment, das haben wir gleich. Mit Double Jump geht das eigentlich. Da. einfach mal so ein Steintreppe da reingemalt. Epische Exploration Musik dazu. Tönke.
Hüpf. Hier, schau. Da sind wir nicht lang, ne? Wieder zwei blöde. Money, money, money. No! You are dead. Oh. You are already dead. So, hier hört's dann auf. Coole Stühle mitnehmen. Ja, sehe ich auch so. Das ist ein guter Captain Cecil. Halt, hier ist noch so ein Ding. Schade. Hattest du da hinten noch eine Kiste gefunden? So eine mit irgendwas, ein Treasure drin oder so? Keine Check, nur Diamanten. Und ich wollte mir sowieso eine Diamantaxt machen. Schade. Aber ich habe hier noch so Laserwaffen Junk oder so. Junk-Tech ist das hier. Okay. Junk-Tech und billige Lichter. Junk. Ich wollte eigentlich tatsächlich... diese Fleischstränge, die ich in meinem Inventar habe. Sehr widerwärtig. Ja, damit kann man Fleischkisten machen. Ich hätte erwartet, dass man die irgendwie essen kann oder so. Nee. Das ist ich habe ja auch aus diesen Augendingern habe ich auch ich kann ja ein Fleischbett machen. Das hat Zähne, es ist total hier ist eine komfortabel. Zeig mal. Bevor du tatsächlich kaputt haust. Ein Blueprint für eine Flash Chest. Hier draußen? Der Fleischplanet. Einfach noch weiter links gehen. Ich gehe schon. Bin aufs Weg. Oh, das grüne Licht macht es nicht schöner, das Fleisch. Und auch noch ein Monster mit 10.000 Augen. Hier ist die Fleischkiste. Ja, sieht aus wie ein Hamburger. Hamburger. Sieht irgendwie nicht sehr fleischig aus, finde ich. Nee, die sehen, also es gibt auch Blumenkisten, die sind halt leider einfach nur bunt. Vielleicht werden die, vielleicht ist das ein Platzhalter, wird noch verändert. Hier sind Blümchen. Ich glaube, die Lampe gefällt mir besser. Hier ist so ein Obelisk. Oh, du hast einen Obelisk gefunden. Yay, Speed Boost. Schade, ich habe nicht bekommen. Wenn man in der Nähe davon steht, kriegt man den. Ja, weil die so eine Gaswolke machen tatsächlich. Ja. Hübsch hier der Wald. Das ist alles relativ viel harmlos, besser als diese. Ja. Das ist Endor. Viel. Ah, da ist schon wieder so ein Fleischgedöns. Der einzige Ewok ist sowohl. Du bist ein Ewok. Ich bin kein Ewok, ich bin ein mächtiger Apex. Außerdem Ewok Trademark. Ewoks TM gibt's hier garantiert nicht. Ja, gut, das stimmt. Da kommt George Lucas und haut die persönlich zusammen. Ja, meinst du? Ja, ich glaube nicht. Sicher. Ich wollte eigentlich nur. Oh, hier ist Gold. Ich wollte eigentlich nur Kohle. Kein Fleisch, wenn man das jetzt auch noch in den Motor schmeißen könnte. Fleisch in den Motor. Kohle und Fleisch sind ja schon, also... Kohle und Fleisch geht schon, gibt schon Energie, oder? Hm? Nom nom nom. Diese Bäume, Bäume in Anführungszeichen. Flash halt. Step with Flash Foliage. Und irgendwelche spuckenden Mistdrecks. Ah. Ich höre Geräusche der Finsternis da unten aus dem Loch. Ja, hier sind Viecher. Hier ist keine Kohle nirgendwo. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, wir müssen schon Kohle finden, damit. Ich habe ja noch 200, ne? Aber die brauche ich selber. Sag dann da. Diese Waffe macht wenig direkten Schaden, aber hat hohe DPS. Ja, keine Ahnung. Man kann übrigens auch zwei Einhandwaffen nehmen. Ja, die sind doch gar nicht aggro. Lass die doch mal in Ruhe. Die sahen nur so aggressiv aus, weißt du? Die Faustregel ist ja... Du wärst aggressiv, wenn du auf einem Fleischplaneten lebst. Ja, das stimmt. Ganz Fleisch. Oh Gott. Wäre ich perma-aggro. Aber die Faustregel von Starbound ist, alles was süß ist, will dich töten. Und knuddelig. Ja, richtig. Was nicht süß und knuddelig ist, ist möglicherweise auch freundlich. Da unten ist Licht. Ja? Ich wollte jetzt eigentlich mal weitergehen noch. Ein bisschen mehr Fleisch suchen. Ach so. Die geben nämlich auch Licht ab. Habe ich dir erst das Video angeguckt mit dem Carl Sagan, dem Meat Planet? Nee, mich nicht. Hat Carl Sagan auch schon über Fleischplaneten geredet? Nicht direkt, aber guck's dir einfach mal an.
Für unsere Zuschauer dann halt auch Meat Planet. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht verfügbar. Shit, ich glaube, das war's dann jetzt für mich gleich. Naja, noch eine Klopapierrolle ist da. Naja, also ich würde mich jetzt erstmal wieder aufs Schiff beamen und ein bisschen pennen, um mich zu heilen. Ich glaube, auf diesem Fleischplaneten müssen wir dann in Zukunft noch ein bisschen weiter rum erkunden. Ist ja auch nur ein halber Fleischplanet. Ja, nur die Hälfte besteht aus Fleisch. Eigentlich voll die Verarsche. Ja. Nur die Hälfte. Der ist halb und halb. Bei den McDonald's-Burgern. Ja, das wollte ich gerade. Ich wollte gerade genau denselben Witz machen. Ja, sehr gut. Ja. Warte mal, das Vieh folgt mir. Ach so, apropos Fleisch, ich wollte Chili machen. Ich muss mich mal langsam. Jetzt möchtest du noch was essen. Schön. Ja, klar. Sehr gut jetzt. Da haben wir so viel über Fleisch geredet. Jetzt, wir haben lecker Rinderhack. Jetzt gibt's Chili. So, lecker, dann beam ich mich jetzt mal wieder hoch. Ups. Schump. Beam dir mal ein. Ich beam mich auf mein Bananenschiff.